Auch jetzt, mehr als 20 Stunden nach Ausbruch des Feuers, qualmt es aus der Halle in Lobstädt. Sie droht einzustürzen, deshalb kann die Feuerwehr die brennenden Abfallballen nur einzeln hinausziehen und ablöschen. Immerhin, der Wind steht günstig und treibt den Qualm von den Wohnhäusern weg. Zum Luftpumpen kann ich so viel sagen, dass keine Gefährdung für die unmittelbare Bevölkerung besteht, außer natürlich in dieser Qualmwolke, die sich über die Bundesstraße zieht. Das Gelände macht einen chaotischen Eindruck. Verschiedenste Abfallsorten liegen wild durcheinander. Offenbar hat es hier auch vorher schon gebrannt. Die zuständigen Behörden haben in dem Betrieb seit 2006 immer wieder Mängel festgestellt. Einmal wurde ein Ordnungsgeld in fünfstelliger Höhe gegen den Betreiber festgesetzt. Außerdem ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Abfallgesetz. Zuletzt lief der Betrieb ohne gültige Genehmigung. Die letzte Kontrolle war Anfang dieses Jahres. Es konnte aber bei dieser Kontrolle nicht festgestellt werden, ob wieder Stoffe hinzugefahren wurden oder nicht. Wir sind dort also wieder unverrichteter Dinge gegangen. Inzwischen ist der Betrieb insolvent. Unter anderem wegen solcher Zustände in sächsischen Abfallbetrieben gibt es einen Untersuchungsausschuss im Landtag. Die zahllosen Brände der vergangenen Jahre können kein Zufall sein, heißt es dort. Wir fordern seit Jahr und Tag eine viel bessere Kontrolle dieser Unternehmen. Es kann nicht sein, dass es Lager gibt von Stoffen, die da gar nicht gelagert werden dürfen, weil die Gefahren durch die Brände so groß sind, aber auch, weil offensichtlich mit illegaler Entsorgung sehr viel Geld gemacht wird. Und so regelmäßig, wie es in sächsischen Entsorgungsanlagen brennt, so regelmäßig wehrt sich das Umweltministerium gegen diese Forderung. Die Entsorgungsfirmen in Sachsen werden genauso oft kontrolliert wie in den meisten anderen Bundesländern. Deshalb sehe ich im Moment keinen Anlass dafür, die Anzahl der Kontrollen zu erhöhen. Frühestens morgen kann die Polizei in Lobstädt mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen. Für die Ergebnisse interessiert sich ebenfalls die Staatsanwaltschaft.